Ist das auch ein Biber? Der sieht zwar nicht aus wie der normale Biber, aber... Doch, das ist ein Biber. Dann haben wir hier einen Otter. Und mir fällt es wirklich selten. Nein, ist. Das ist der Shadow Dragon. Ach, der Shadow Dragon? Ja, der ist ultra selten. Ganz genau. Und dann haben wir hier ein Tier, da musst du mir auch einmal weiterhelfen, weißt du? Nee, aber das sieht aus wie ein Schnabeltier, aber ich weiß nicht. Leute, was geht? René hier mit Claudio! Ganz genau, und wir machen heute mal was anderes. Heute mal kein Adopt-Me spielen. Ja. Trotzdem hat das was mit Adopt-Me zu tun, denn was machen wir heute? Wir werden also, beziehungsweise du wirst heute, ich glaube, deine Tiere einsortieren, also die Haustiere einsortieren, ja. Ganz genau, wir machen heute nämlich eine sogenannte Tierlist, wo man alle Adopt-Me-Pets in verschiedene Kategorien einordnen kann. Das werde heute erstmal nur ich machen. Ja. Und wenn ihr möchtet, dass Claudio das auch mal machen soll, dann schreibt das gerne schon mal in die Kommentare. Dann wissen wir, dass wir das auf jeden Fall bei dir auch nochmal machen sollen. Ganz genau. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir haben hier 6 Kategorien. Die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Da haben wir nämlich My Dream, das ist dann natürlich das Traumpad. Ja. Da kommt natürlich das Einhorn drin, das kann ich schon mal vorneweg sagen, aber da kommen bestimmt noch ein paar andere Sachen rein. Dann haben wir Love, also auch sehr, sehr gut. It's cute, also süßes Haustier. They are okay, also ganz in Ordnung. Meh, ist eher nicht so toll. No thanks, das ist dann so, naja. Also am Ende sind natürlich alle Haustiere in Adopt Me cool, aber wir wollen dann natürlich trotzdem so eine gewisse Rangliste erstellen. Und das heißt natürlich, dass manche auch unten sein sollen. Das heißt natürlich nicht, dass die dann blöd sind, aber dass sie halt eher unten sind. Okay, René, aber wir müssen eins festlegen. Ja. Und zwar bei My Dream dürfen maximal 3 oder 5 Tiere sein. Okay, das finde ich ist eine gute Regel, weil am liebsten würde ich natürlich alle in My Dream stecken. Dann sagen wir, einigen wir uns in der Mitte. 4 Haustiere in My Dream. Okay, perfekt. Okay, und dann gehen wir mal das Ganze durch. Und das Coole ist ja, dass hier ganz viele Haustiere sind, die man auch wirklich sehr, sehr selten sieht. Und ich gehe hier mal kreuz und quer einfach durch, bei den Haustieren, die mir gerade hier so ins Auge fallen. Also, wir haben hier zum Beispiel eine Eule. Die finde ich schon cool, weil die auch so selten ist. Aber ich will jetzt auch nicht direkt ins höchste Tier gehen. Deswegen würde ich sagen, packen wir die mal zu Love. Du kannst ja umändern dann. Ganz genau, wir können auch noch umändern, aber ich hoffe natürlich, dass ich ganz gut liege mit meiner anfänglichen Wahl. Wir haben hier einen, ist das auch ein Biber? Der sieht zwar nicht aus wie der normale Biber, aber... Doch, das ist ein Biber. Okay, weil ich muss sagen, Biber sind jetzt nicht so ganz meins, da gehen wir mal in... Mäh. Okay, dann geht's weiter. Wir haben hier den blauen Hund. Der ist natürlich selten, aber blaue Hunde, so irgendwie komisch, oder? Also, da würde ich sagen, ist in Ordnung, weil der so selten ist, aber... Schön ist er nicht. Na gut. Und, wir reden heute nur von den, also die auch zu sehen sind, also keine Neons und... Ganz genau. Okay. Wir gehen hier mal alle Tiere durch, die hier unten zu sehen sind. Und da werden bestimmt ein paar Tiere nicht dabei sein, aber die werden wir dann noch nicht bewerten. Na gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Wir haben hier zum Beispiel den Chocolate Labrador, den wir natürlich alle kennen. Und der ist natürlich süß. Ist süß. Dann haben wir hier den normalen Hund. Den würde ich auf eine Stufe stellen. Da würden wir auch sagen, it's cute. Dann haben wir hier einen Otter. Mäh. Und mir fällt es wirklich... Mir tut es wirklich leid für den Otter, aber dann muss ich sogar sagen, no thanks, weil der Otter ist einfach nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich stimme dir dazu, René. Okay, dann ist das ja gut, dass wir uns da einig sind. Und wir machen mal weiter. Wir haben hier die Snowcat. Oh, cool. Die ist auf jeden Fall auch wirklich cute. Dann haben wir hier den Skelettdrachen, der natürlich sehr, sehr selten ist. Nein, das ist der Shadow Dragon. Ach, der Shadow Dragon? Ja, der ist ultra selten. Und da muss ich sagen, der ist natürlich nicht schön. Das ist halt ein Shadow Dragon. Was? Aber der ist natürlich cool. Ja, der ist natürlich trotzdem cool, weil der so selten ist und weil der natürlich schon krass aussieht. Deswegen würde ich mal sagen, Love. So, und wir machen mal weiter. Wir haben hier einen Papagei. Und ich glaube, das ist das erste Tier, wo ich wirklich sagen würde, My Dream. Ja. Da will ich zwar noch nicht so vorstellt sein, weil ich ja nur 4 Haustiere in My Dream packen darf, aber doch, Leute. Ja, ich liebe den Papagei auch. Oh. Ich glaube, den liebt jeder. Das heißt, der kommt da unten, da oben rein. Dann machen wir mal weiter. Wir haben hier, da muss ich einmal ganz kurz, ist das eine Maus? Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, das ist eine Maus. So eine Spitzmaus, glaube ich, tatsächlich. Okay. Ja, ist ganz cool, aber... Am Ende nicht so süß wie beispielsweise die Hunde, finde ich. Deswegen kommen
das leider bei Mäh rein. Und wir machen jetzt mal etwas schneller weiter, damit wir hier nicht noch übermorgen sitzen. Ja, das wir stimmt. Haben hier zum Beispiel einen Biber. Das ist ein Biber. Den würde ich. Ja, das ist zwar ein Neon-Biber steht hier, aber wir gehen jetzt erstmal vom normalen Biber aus. Den packen wir bei Mäh rein. Wir haben hier eine normale Katze, da würde ich sagen, ist in Ordnung. Ey, die ist so cool. Buffalo, ich mag Katzen. Da würde ich sagen, ja, ich auch. Ist ja auch okay, steht da ja auch. Und dann haben wir hier ein Buffalo. Ja. Da würde ich sagen, da überlege ich gerade, ja, sagen wir mal auch eher Mäh. Wir haben hier eine Biene. Da muss ich sagen, das, Bienen sind schon cool. Ist das nicht die King Bee? Das könnte tatsächlich sein. Ich sehe jetzt gerade aber auch nicht die andere Biene unten in der Auswahl. Doch, ganz unten ist. Ach stimmt, ganz unten, das ist die blaue. Ja, okay. Da würde ich sagen, ja, die Bienen sind nicht ganz meins. Ich weiß, die sind teilweise sehr selten, aber da muss ich sagen, ist okay. Ja, gut. Dann haben wir hier das Dark Unicorn. Ich glaube, so heißt das. Evil Unicorn, genau. Und das sieht natürlich schon krass aus, Leute. Vor allem einfach, weil es so selten ist. Da muss ich, glaube ich, sagen, das packen wir bei Love rein. Dann haben wir natürlich am Ende das ganz klassische Einhorn. Leute, da kann es nur eine Kategorie geben. Das ist natürlich logisch. Das kommt natürlich bei My Dream rein. Da müssen wir mal gar nicht diskutieren. Dann haben wir hier einen Wolf. Den finde ich auch echt cool. Der sieht echt cool aus. Und der ist natürlich auch relativ selten. Das heißt, den packen wir mal zu Love rein. Also ich merke schon, Love wird relativ voll als Kategorie. Dann haben wir den Snow Puma. Da würde ich sagen, ist okay. Ey, Adem ist sehr, sehr cool. Dann haben wir hier, auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine Maus. Da muss ich sagen, no thanks. Ich glaube, das ist eine Maus, oder? Ja, das ist eine Maus. Ich glaube, die sieht in Neon tatsächlich echt cool aus, aber die normale Maus würde ich auch nicht nehmen. Ganz genau. Dann haben wir hier ein Tier, da musst du mir auch einmal weiterhelfen, weißt du? Nee, aber das sieht aus wie ein Schnabeltier, aber ich weiß nicht. Das kann sein. Naja, also, das packen wir mal auch hier, ja, unten. Schreibt gerne in die Kommentare, was für ein Tier das ist. Genau, da wisst ihr vielleicht etwas besser als wir Bescheid, was das ist. Dann haben wir hier einen Dalmatiner, der boah, echt cool ist, oder? Der ist echt cool. Und da muss ich echt sagen, den hätte ich echt gerne. Ich weiß gar nicht, wie man den bekommen kann, konnte, aber der kommt bei mal Lauf rein. Boah, das ist echt oder cool. Lauf. Dann haben wir noch eine Maus, die kommt zur anderen Maus. Ich meine, die da sieht besser, zumindest zusammen. Die sieht besser aus als die graue Maus, aber auch nicht cool. Das stimmt, immerhin. Dann haben wir hier, ich glaube, noch eine Maus, das kann man nicht so gut erkennen, aber auch no thanks. Ja. Dann haben wir hier den Fennec Fox, den ich okay finde, aber da würde ich auch eher sagen, Susi! Nee. Stimmt, genau. Und dann haben wir hier, ist das ein Puma oder ein Dingo? Das ist siehst ein du das Puma, von? Das ist ein Puma. Ah, okay, dann würde ich sagen, der ist in Ordnung. Dann haben wir hier, womit machen wir denn mal weiter? Wir haben hier, ist das ein Buffalo ohne Nase, sehe ich das richtig? Oh, den kenne ich gar nicht. Den kenne ich auch nicht. Ist er vielleicht, oh, der ist so grün angelaufen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ja. Da würde ich sagen, vielleicht ist das sogar selten, aber da würde ich trotzdem sagen, meh. Weil am Ende geht es ja auch darum, dass man das Tier cool findet und nicht nur darum, ob es selten ist. Dann machen wir mal weiter mit diesem Haustier, das packe ich mal bei okay rein. Dann, ist das ein Löwe hier? Ja, das ist ein Löwe, Lein. Bitte? Ja, das ist ein Löwe. Ah, krass. Ey, ich will den haben. Der Löwe, den will ich auch haben. Och Mann. Der muss, ich habe den bei Adopt Me noch gar nicht gesehen, aber der kommt auf jeden Fall auch bei Love rein, ganz klar. Dann haben wir hier einen Bären, richtig? Oder nein, was meinst du? Känguru, Baby René. Ach, das ist ein Känguru. Ups. Das siehst du doch. Ist das, naja, offensichtlich nicht, aber das würde ich sagen, kommt bei Cute rein. Ey, pass auf, was du sagst, es kommt der Känguru und haut dich. Ja, der kommt bestimmt gleich aus dem Bildschirm rausgeflogen. Ja. Aber dann haben wir hier noch die blaue Biene, die ich okay finde. Dann haben wir eine Giraffe, oh, die ich auch echt cool finde. Oh, du würdest sie zu Laufen packen? Ich glaube, ich würde mich da schwer tun, die bei Laufen zu packen. Wo würdest du die hinpacken? Das verrate ich nicht. Vielleicht wollen die Zuschauer das ja in einem anderen Video sehen. Ich glaube, die könnte sogar noch eine Kategorie höher bei dir sein. Aber das sehen wir dann beim Video, wenn du das mal machst. Ganz also wie genau. Gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, Leute, wenn ihr das sehen wollt. Dann haben wir hier eine, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Weißt du, was das ist hier? Das ist Swiper. Swiper, nicht Clown. Ah, okay. Da würde ich sagen. Warte, kennst du das Swiper, nicht Clown? Nee. Das ist von Dora, Dora the Explorer. Kenne ich auch nicht, aber ich würde sagen, no thanks. Nee, warte, was ist das denn? Warte, sonst fällt mir der Name nicht ein. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Rabbit. Da würde ich sagen, meh. Dann haben wir hier
Ein Tier, was ich jetzt gerade auch nicht erkenne. Igel, Baby René, was mit deinen Augen? Meh. Das ist ein Igel. Ach, ein Igel ist das? Ja. Ja, okay, der ist vielleicht doch. Okay, das habe ich gar nicht erkannt. Okay, dann. Aber wir haben hier zwei Igel, sehe ich gerade. Dann packen wir die beide mal bei okay rein. Oh, okay. Dann haben wir. Wir haben einige Tiere, glaube ich, zweimal hier, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir zum Beispiel hier einen Koala, richtig? Ja, ganz genau. Den packen wir auf jeden Fall bei Cute rein. Boah, der ist echt süß. Der kratzt schon für mich bei Love. Aber bei Cute muss auch noch ein bisschen was rein. Und ich glaube, da haben wir aber auch noch einige Sachen. Wir haben hier ein Wildschwein, was man ja auch nicht so häufig sieht. Nein, den will ich nicht. Den finde ich aber trotzdem okay. Was? Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich hab Angst doch, vor doch, den finde ich okay. Ja, schade, dass ich den nicht habe. Dann könnte ich den immer auspacken, wenn wir zusammen unterwegs sind. Wir haben hier noch einen Hund, aber einen anderen Hund. Den finde ich auf jeden Fall auch süß. Ja. Dann haben wir hier die Ginger Cat. Die finde ich... Meh. Dann haben wir hier noch einen Drachen. Den würde ich bei It's Cute reinpacken. Was ist das also, für ein Drache? Bitte? Was ist das für ein Drache? Das weiß ich nicht, was das für ein Drache ist. Das ist ein Frost Dragon, Baby René. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, eine Ente oder anderes Schnabeltier. Das kann ich nicht erkennen. Das packen wir bei No Thanks rein. Wo würdest du denn den Turtle hinpacken, den letzten? Den Turtle habe ich mir aufgehoben, weil das echt schwierig ist. Also ich würde den erstmal bei Love reinpacken, vielleicht sogar bei My Dream, weil ich den auch echt cool finde. Von der hat ja sogar eine eigene Animation zum Laufen. Aber wir belassen den erstmal bei Love, weil wir müssen uns natürlich das gut einteilen, die zwei Plätze für Ja, und den weißen Hirschen? Komm, wir müssen ja nicht alle machen. Wie findest du den weißen Hirschen? Den weißen Hirschen? Ja, wir machen einfach ein bisschen schneller. Den weißen Hirschen mindestens auch bei Love, den finde ich nämlich auch echt cool. Roter Drache kommt erstmal bei It's Cute rein. Oh, was? Das ist ein Dingo, glaube ich. Das kann gut sein. Den finden wir okay. Dann haben wir noch so viele weitere. Dann haben wir hier noch, was ist das denn hier nochmal? Ist das ein Hahn? Truthahn? Truthahn, ja. Den würde ich sagen, meh. Den finde ich zum Beispiel cool. Dann haben wir hier noch eine Ente, glaube ich. Ja, eine Gans. Dann, eine Gans, ja. Fangen wir auch mal bei meh rein. Dann haben wir hier noch einen Dalmatiner, der kommt auch bei Love rein. Der ist ja einfach derselbe, nur ohne Mütze. Dann haben wir hier noch einen Huhn oder Hahn, das kommt auch bei Meh rein. Dann haben wir hier einen Panda, der bei Love reinkommt. Dann haben wir noch so viele weitere. Aber wir tasten uns hier mal weiter vor. Wir haben hier noch einen Bandicoot, der kommt bei No Thanks rein. Dann haben wir hier, ist das ein Lama? Kannst du mir da helfen? Lama oder Alpaka, eins von beiden. Stimmt, das kommt bei Cute auf jeden Fall rein. Eine pinke Maus kommt bei okay rein. Das pinke Schwein kommt bei mir rein. Dann haben wir hier noch eins, was ich gerade nicht erkenne. Das packen wir mal auch hier rein. Das ist eine Hyäne. Ach, eine Hyäne. Ja. Es gibt wirklich jedes Tier bei Adopt Me. Und dann haben wir hier einen Vogel, den ich eigentlich ganz cool finde. Ja, ich finde den Deswegen auch gut, Robin. Okay. Dann packen wir da rein. Das kommt hier rein. Elefant will ich bei It's Cute reinpacken. Den finde ich echt cool. Der ist auch cool, ja. Dann haben wir hier so einen schwarzen Vogel, den sieht man auch nicht so häufig, auch bei It's Cute. Dann haben wir hier eine Kuh, auch bei It's Cute. Was? Dann haben wir hier diesen Bären, den finde ich so lala. Dann kommt er hier rein. Der, ich weiß, der ist sehr, sehr selten, aber den finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Deswegen finde ich den nur okay. Wir haben hier, glaube ich, noch zwei Enten oder Gänse, die kommen hier auch rein. Dann haben wir hier noch einen dunklen Hund, glaube ich. Den packen wir mal hier rein. Das Horse kommt auch bei It's Okay rein. Den Sloth, den packen wir mal bei Meh rein. Den Vogel hier finde ich eigentlich ganz cool. Den packen wir bei It's Cute rein. So, und jetzt haben wir so langsam eine relativ kleine Auswahl noch für die verbleibenden Plätze. Also den Shiba Inu, das ist natürlich meine große Liebe. Das ist natürlich ganz klar, der kommt bei My Dream rein. Oh, was? Krass. Natürlich. Hätte ich nicht gedacht. Also. Ja, aber den Shiba Inu, den kann ich da einfach nicht außen vor lassen. So, und wir haben jetzt hier vier goldene Tiere, wo wir eins noch ganz oben reinpacken können. Und da muss ich mal überlegen. Ich glaube, welches... Ich würde dich jetzt eigentlich fragen, welches du da am besten findest, aber das sehe ich ja dann nochmal. Deswegen will ich da gar nichts vorwegnehmen. Ich kann es ja trotzdem antworten. Ich würde ja vielleicht die vier goldenen ja nicht zu My Dream machen, wer weiß. Das kann auch also, sein. Von den vier am besten finde ich, also wenn du mich jetzt fragst, boah, ich würde sogar sagen den Pinguin tatsächlich. Den habe ich nämlich gerade nicht ohne Grund schon in der Hand. Ja. Den packe ich nämlich auch oben rein. Ja. Der ist auch einfach echt cool. Der ist schon so echt cool und als Goldener natürlich erst recht. Dann müssen wir die anderen natürlich auch noch irgendwo unterkriegen. Und die packen wir alle dann bei Love rein, weil die sind doch einfach cool. Dann haben wir hier noch einen Panda, oder?
Oder, nee, oder ein weißen Eisbären? Bär oder irgendwie sowas. Ach, ein Eisbären, okay. Oh, okay. Der kommt bei It's Cute rein. Und wir haben noch einen Hirsch, der kommt bei Say Ah Okay rein. Ja, ich sehe, deine Tierliste ist ganz cool. Ich würde wahrscheinlich ein paar Dinge ändern. Vor allem bei My Dream würden ein paar Dinge anders sein und bei Love, aber gut. An sich. Ja, aber das ist ja auch gut so, weil dann sieht man ja daran, dass es auf jeden Fall sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt bei den Haustieren in Adopt Me. Ganz genau. Aber was auf jeden Fall ganz gut funktioniert hat, ist, dass man alles so ein bisschen gefüllt hat, weil es wäre natürlich auch irgendwie langweilig, wenn man da jetzt einfach bei My Dream und bei Love alles reinpacken würde, auch wenn man es gerne würde, und bei den unteren Kategorien nichts reinpackt, aber ich glaube, das hat schon ganz gut funktioniert. Ja, das stimmt. Das finde ich, fand ich gut. Und ich muss sagen, das macht echt Spaß. Also wir müssen das auf jeden Fall mit dir nochmal machen. Das macht einfach echt Spaß, diese Beurteilung vorzunehmen, wo man welches Pet reinschmeißen würde. Also da hättest du doch bestimmt auch Lust drauf, oder? Ja, bestimmt, aber die Zuschauer dürfen ja entscheiden. Sonst gerne in die Kommentare schreiben. Ganz genau. Also tut Claudio bitte den Gefallen und schreibt in die Kommentare, dass er das machen soll, damit er es auch machen kann. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.